So, mein Lieben, hier bin ich wieder und ich betrachte immer noch so schön den Wasserfall hier seit gestern, seit der letzten Folge. Und ja, ich gucke mir jetzt mal hier den Weg an, wo es wohl weitergehen könnte. Hier mit Sicherheit nicht. Ja, bist du verhungert oder? Keine Ahnung. Wir können erstmal hier hoch. Ah ja. Uah, Vorsicht. So. Na du. Und dann würde ich mal sagen. Oh. Hä? Und weiter. So, da hinten ein Baum etwas. Oh je, und hepp. Da. Ja. Müssen wir jetzt runter oder müssen wir jetzt hoch? Gute Frage, ne? Ich glaube nicht, dass es da hoch geht. Nein, es geht nicht hoch. Okay. Ja. Nee, warte mal. Gut, dann seilen wir uns mal ab. Okay, und dann müssen wir denn doch darüber. Alles klar, Leute. Dann beweg dich mal. Und eins und zwei. Ein bisschen was zum Sammeln. Warum ist da unten so ein Vorsprung? Da kann man nicht zufällig runter. Ich glaube nicht. Und außerdem ist da auch nichts, Mann. Gut, Moment, kann ich das abdingens? Nein. Da wollte ich ganz schnell sein. Sieht aus dem Lagerfeuer. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Was? Dreimal. Was ist das? Erbsen in Dosen oder was? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Am Tor. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von El Dorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Okay. Den haben sie da erstmal ganz schön durchlöchert. Warum auch immer. Und der auch hier.
Schon komisch, warum die das gemacht haben, Aber gut. Oh, blau? Nein, da steht dran voll. Blau ist voll, da sind ich toll. Hep, so. Upsala. Nein, nicht da hoch. Dahin. Hep. Was? Was war das? Oh. Ja, ich hatte ja wohl sofort gedrückt, als das aufgeleuchtet hat. Okay. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ja. Aber das habe ich auch schon eingesammelt. So. Okay, einmal nach rechts gegangen, das ging auch. Rüber. Unser Kollege, der wartet einfach irgendwo und denkt, wo bin ich denn? Lara, wo bist du? Neues Basislager entdeckt. Oh, wie schön. Blau ist voll, ich weiß. Lass mich jetzt mal einsammeln. So. Hier liegen einfach zu viele Tote rum, die auch noch dazu irgendwie verbrannt aussehen. Aber warum liegen hier so viele? So, jetzt haben wir das Feuer auch an. Dann quetschen wir uns mal hier durch. Ist da jemand? Jemand oder etwas? Ich würde ja nicht weitergehen, aber okay, gehen wir weiter. Vielleicht lüften wir ja das Geheimnis hier. Was es auch immer für ein Geheimnis sein mag. Und immer schön den Boden im Auge behalten, ne? Ein Pilz, na toll. Ja, da können wir hoch. Ein unglaublicher Anblick. Okay. Da ist eine Art Gran oder sowas. Und das ist halt eben so eine, ja, könnte man. Also auf jeden Fall, das ist halt ein Gesicht mit, ich würde mal sagen, eine Art Helm unten ist in der Hand zu sehen. Gut, aber lass erstmal. Aua, Knie gebrochen.
Nein. Hier unten ist nichts mehr. Wow. Ja, der wird ein Kinder, wer was. Hinter der Treppe, aber. Gut. Dann ist da nichts. Dann müssen wir doch hier lang. La 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 la. Oha. Na dann. Guten Flug. Nö, das geht nicht weiter. Komm runter mit dir. Da kann man rauf. Man kann ja auch von da oben runter, oder wie? Warte mal. Moment, ich muss das erstmal. Hep. Drücken Sie mir mal. Oh, okay. So. Und hier ist da zufällig Könnte was. der Ausgang sein. Wie könnte der Ausgang sein? Du meinst da hoch? Haha, guck mal, wie lustig. Toll, wirklich toll. Ich versuche mal da lang zu gehen, mal gucken. Hep. Jetzt geht's da hoch. So. Aber wir müssen ja darüber. Das ist Mal der Weg gucken. raus aus diesem Grab. Ja. Hui. Ach, ist das schön. Hoppala. Glitzi, glitzi. Schmatzi, schmatzi und so. Nein, da unten ist nichts. Das eine haben wir hier. Und wo ist noch was? Nein. Nee, da kann ich mich auch gar nicht abseilen. Hä? Irgendwas sehe ich da nicht. Hier haben wir ein Ding, wo ich das reinhauen kann, ein Pfeil. Aber wo kommt der andere denn hin? Das ist seltsam. Ich sehe gerade nichts, wo ich da hin muss. Da kann ich nirgends runter.
Hier kann ja auch ein Elend sein. Hä? Was sehe ich da jetzt nicht? Hier komme ich nicht weiter. Da geht sowieso nicht. Das ist seltsam. Verstehe ich nicht. Nö, die zieht ja nur dran, sie lässt sich ja nicht darunter gleiten. Dann weiß ich nicht. Tschüss. Keine Ahnung. Dann gehe ich hier wieder hoch. Komme da auf der Ecke gar nicht weiter. Hep. Nein. Ich wollte mich abseilen lassen. Okay. Jetzt aber. So. Und. Hep. So, einmal ein bisschen runter und abseilen. So. Moment, nein, einmal noch runter. So. Wobei, warte mal. Ich hab. Nee, doch richtig. Nachdem ich das Holz kaputt gemacht habe, so bin ich halt da rein, aber ich kam mich da ja wieder raus, wo ich vorher war. So. Warum können wir hier hoch? Hakenaxt. Gut. Wir müssen wohl auch lang, ne? Oh. Gold, Erd oder so, so eine Art. Komm her. Gold, Erd, genau. Verkaufe sie beim Händler und so weiter. Aber wann kommt denn bitte schon mal ein Händler? Steffen Händler. Nein. So, Moment. Hep. Ja, ich habe Quadrat gedrückt. Da stand doch Viereck. Habe ich doch gedrückt. Hoch, wieder hier. Nein. Moment. Nochmal! Weil es so schön war. Ach, mit ihr geht es abwärts, ey. Die war so schön oben auf, aber jetzt auf einmal geht es mit ihr abwärts. Aha. Heba. Okay. Also. Drücken Sie Quadrat. Das habe ich ja gemacht. Im Sprung. Das habe ich ja sofort gemacht. Hep. So. Warum ging es eben nicht? Gut, das ist der Weg, wo ich hin muss. Aber was haben wir jetzt hier? Sieht auch wieder aus wie so ein Lager. Eine Säge. Dreimal Fett, das ist nett. Schwarzpulver. Oh, das erste Mal Schwarzpulver. Okay. Da ist noch ein roter Kasten. Da haben wir von jedem etwas sozusagen. Nur eine Fingerlänge. Ich hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen.
Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Ja. Und das Gesicht, das ist dann wohl das große. Oh, Moment hier. Da haben wir wieder was zum Ausgraben. Ein Fähigkeitspunkt verfügbar. Yippee, hi-ho. Und zack, kaputt. Guti, dann geht es jetzt hier weiter. Ich meine, wo das Gesicht da? Wow. So, vorsichtig. Wer, was ist da? Hat sich gerade was bewegt. Was ist das? Ich würde mal sagen, ich mache hier erstmal eine Pause und dann nehmen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann, keine Ahnung, vielleicht machen wir mit dem, mit das, was da oben ist, auch bekannt drauf. Also dann, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Bye, bye.